Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir beschäftigen uns in dieser Folge damit, dass ein Brief für uns angekommen ist. Wir liebten uns einst. Teil 1. Die Mission. So. Auf geht's. Das Ding ist hier vorne. Dann wollen wir da mal hingehen. Wie ihr sehen könnt, sehe ich ein bisschen anders aus. In der letzten Folge zu sehen, habe ich mich ein bisschen aufgemotzt. Ein Brief ist für mich angekommen. Wo liegt er denn? Wahrscheinlich hier, hä? Unter Searchen, The Brief. Dear Arthur, dear. I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. Good. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. Uh-huh. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Yeah. Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir mal zu Mary gehen. Wir könnten aber auch, ich sehe gerade auf der Karte hier vorne, zu J gehen. J ist John Marston. Öl vergießen Teil 1. Dutch ist immer noch am Start. Und wir haben hier hinten... Mary Linton. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Was ich herausgefunden habe, beziehungsweise freigespielt habe, ist neben sämtlichen Verbesserungen in diesem Camp auch eine Karte. Eine sogenannte Schnellreisekarte. Ab nach Valentine. So. Und somit haben wir uns, Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen an... Reisezeit gespart. Wir können das Ganze hier natürlich auch nochmal überspringen. Dann steigen wir einfach mal ab und klopfen höflich an, denke ich mal, oder? Oh, wir liebten uns einst, Teil 2. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But
I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Hmm. Please, Arthur. Will you help me? Yeah. Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. Okay. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Hmm. Alles klar. Oh, hier hätten wir das Pferd doch anbringen können. Alles klar. Dann schauen wir mal auf der Karte nach, wie weit es entfernt ist. Ja, das geht schon, ne? Mary Linton. Was ist denn das? Ich mach mal gerade den Wegpunkt nochmal weg. Mary braucht deine Hilfe, um ihren Bruder Jamie aus einem Kult herauszuholen, der sich die Chelonianer nennt. Alles klar. Was ist hier denn los? Mister, help! Hey, shut, get out of here! Okay. Na. Wo ist der nächste? War's das? Oder was? Okay. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. Ja. You've done me a service. Okay. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Welche Lockbox? Oh, hier, die haben den Kutscher erschossen. Welche Lockbox? Er reitet einfach weg. Alter, ich könnte die Kutsche jetzt wegbringen, ne? Dietrich benötigt. Moment. Was konnte ich denn hier gerade untersuchen? Kann ich da nicht drauf schießen? Alles klar. Revolvermunition. Dosengewüse. Ich kann keinen weiteren Gegenstand aufnehmen. Da liegt nur noch normale Repetiergewehrmunition drin, oder was? Ja, soll ich denn jetzt erstmal die Kutsche wegbringen? Ich meine... Oh, das waren O'Driscolls. Witzig. Ich könnte wirklich die Kutsche erstmal wegbringen, ne? Wo sind wir denn hier? Wo ist denn dieser Hehler-Kollege gewesen? Hier. Wie weit ist es denn bis dahin? Boah, ja, ist schon eine ganze Weile. Okay, Friends. Kann ich mir leider nicht entgehen lassen. Wir bringen erstmal die Kutsche weg, falls das überhaupt geht. Schade, ehrlich gesagt, echt schade. Naja, gut. Dann reiten wir mal weiter, Freunde. Ich nehme mir den Wegpunkt hier natürlich wieder weg und setze ihn an die richtige Stelle. Eigentlich muss ich hier nur noch geradeaus weiterreiten. Ich denke, da können wir auch gerade am Ball bleiben hier. Da muss ich nicht extra noch was rauscutten. Das ist mit diesem Programm sowieso ein bisschen komisch. Aber egal, die Qualität ist dementsprechend gut, so wie ich das eigentlich gedacht habe. Leider ohne Intro und alle so kleine Spielereien. Aber was soll's? Aber was soll's? Ist halt ein PS4-Gameplay, ne? So. Jetzt sind wir auch gleich schon am Start, denke ich mal. Oh, da hinten sind... Da war irgendwas. So, wir reiten rechts. Keine Ahnung, was das eben für Gegner waren. Wollen wir mal gucken, wo hier der okkulte Kollege am Start ist. So crazy aus hier mit diesem Nebel.
Das waren noch Zeiten. Ja, eigentlich könnten wir hier wieder über den Berg, glaube ich, ne? Ja, hier sind auch wieder Hasen und so ein Shit. Zeig mal her. Ah, ja gut. Habe ich mir natürlich wieder selbst den Weg verbaut. Komm schon. Alter, ich hasse diese Steuerung. Ey, witzlos. Es ist echt nicht mehr, ey. Guck mal, wiederbeleben, töten, Alter. Was geht, ey? Mann. Hoffentlich falle ich hier jetzt nicht gleich komisch rückwärts runter, weil irgendeine Stelle zu steil ist fürs Pferd und ich die Stelle nicht richtig angefahren habe. Was geht hier ab? Chelonia. Okay. Was geht hier ab? Dann gehen wir mal dahin, hä? Teil 3. Schutzpanzer der Geborgenheit, Alter. Leute, was ist los mit euch? Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. Path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Okay. Unentschlossen, ungeduldig. I don't know about this nonsense. Wir reagieren ungeduldig. Are you always this negative and antagonistic, sir? Wir entschuldigen uns. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Schildkröten. I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. You love turtles. I love them too. Turtles. Yeah. Turtles. Jamie knows the truth, but of course, Turtles. You may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Alles klar, wir müssen ihn einfangen. I didn't ask for your help. So, wir holen schon mal das Lasso raus. Es ist zwar nicht Cowboy und Indianer, sondern eher Cowboy und verrückter, durchgedrehter Sekten-Okkultistensohn meiner verwitweten Ex-Frau. Freundin. Anscheinend. Alter! Ja, er ist auf jeden Fall noch zu weit weg, um das Lasso schon zu benutzen. Oh shit. So, da. Mein Horse ist gleich down. Come on, Jamie, your sister's worried about you. I'll have to answer to you. Komm schon. Just stop and let's talk about this. Come on, Yates. Oh, mein Gaul ist echt fast platt. That's not good. Mein Gaul ist down. Scheiße. Sorry, Mister. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of
alive in the mountains with those people? Scheiße, ey, mein Gaul. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich keinesfalls, schaffe ich das. Vielleicht muss ich ihn auch nur eine gewisse Weile verfolgen. Er rennt da vorne zu den Bisons oder was das immer ist. Kühe. Oh, Zug. Oh, das war close. Guck mal, ich hätte ihn gar nicht verfolgen können. I'm a man now. I found something. A calling. Just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't want to live anymore. Muss ich ihn erschießen? Calm down. Leave me alone. Fehlgeschlagen. Jamie ist gestorben. Hätte ich ihm eventuell die Waffe aus der Hand schießen sollen oder was? Wow, das war close. Calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. Es geht. Warum steigt er nicht auf sein Pferd? Oh, this wasn't how I was geht mit dem Pferd? Time, okay, Jamie, lassen wir das Pferd einfach da, oder was? You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, okay. You taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. So schlecht. Wie kann das passieren? Warum kann er da nicht vorbeireiten, Mann? Are you and Mary sweet on one another again? Oh. So, wir sind am Start.
Wir bringen den Dude jetzt hier einfach mal rein, oder nicht? Triff dich mit Mary, Mary. Pferd anbinden, gucken, ob es klappt. You're nervous about seeing her, aren't you? Okay, er ist anscheinend gerade von der anderen Seite nicht weggekommen, weil da ein Pferd stand. Irgendwie echt scheiße. Also sowas habe ich nicht erwartet von diesem Spiel. Wirklich. Würde ich ein Review verfassen müssen, wird das auf jeden Fall ein großer Aspekt sein, Mann. Weil man hier halt sich andauernd bewegen muss. Ist halt so, ne? Finde ich echt scheiße, diese Steuerung hier. So, wir sind am Start. Mary. Jamie! Come home. Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Mhm. Oh, you'll never change. I know that. Okay. Komische Alte, wenn ich ganz ehrlich bin. Komische Alte. Naja, wir haben ihr geholfen. Like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Tja, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass wir... okay, ich drück das mal gerade hier, als dass wir die Frau wahrscheinlich nochmal sehen werden. Bringe Janie innerhalb von 2 Minuten zu Mary zurück. Ja, solche Missionssachen hier, die kann man leider erst im Nachhinein sehen, glaube ich. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich mir das vorher angucken könnte, wie ich diese Missionen hier alle auf Gold abschließen könnte oder so. Ja. So, der Sheriff hat auch keine Kopfgeldaktionen mehr. Wollen wir mal hier rüber gucken? Wir haben ja noch ein bisschen Kohle, ne? Können ja eigentlich noch mal gerade hier kurz in den Mahlzeit. Anpassen. So, Revolver, Pistolen, Repetiergerät, Flinten, Munition, Accessoire. Verbesserter Waffengürtel. Verbesserter Holster. Ja, geil. Was haben wir hier noch? Verbesserter Patronengurt. Verbesserter Holster. Sehr geil. Das war nichts mehr, ne? Okay. Dann wollen wir mal die Repetiergewehre durchschauen. Ich habe den Repetierkarabiner für 90 Tacken. Der für 145 ist gesperrt, genauso wie der für 135. Hier haben wir noch einen für 120 Springfield-Gewehr. Oh, hier mit Scope und so ein Shit. Doppelläufige Flinte. Mm-hmm. Pump-Action-Flinte. Eieieiei. Repetier-Flinte. Ja, nun, und dann die Ammunition hier, ne? Nicht schlecht, das für 120. 1, 2, 3 und ein bisschen, also 3, 3, 1, okay. Im Besitz, Moment, da muss ich nochmal zurück. Nachladezeit. Ist diese hier natürlich schneller und die Genauigkeit ist auch besser als, oder? Moment, ich gehe nochmal zurück. Die Genauigkeit war bei 3.
Oh nee, die ist sogar ein bisschen besser. 120. Ah. The sheriff's got an app for himself at one point. Ah. Soll ich's machen? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Wir schießen schon oft mit dem Gewehr. Eigentlich. Aber so viel besser ist das Gewehr nicht. You'll see a few people in town with that too. Scheiß drauf. Wir gehen wieder zurück. Ich brauche keine neue Waffe. Ich müsste eigentlich theoretisch erstmal angeln lernen. Got what I need. Verbesserter Patronengurt, alles klar. Anpassen. Jagdmesser anpassen. Dekoration. Oh, wie geil, Alter. Metalle. Yeah, do that. Nehmen wir mal das. Schön silberne Klinge. Schön die Gravur rein, oder was? Metall Intarsien. Anpassen. Ach, krank. So geht das. Komm, nehmen wir mal hier was Dunkles. Totenköpfe. Komplettgravur. Metallintarsien. Ja, ich glaube, wir nehmen den. Barock. So, und dann haben wir noch... Lackierung? Nee. Doch. If it weren't for all the bounties running around New Hanover, I'd be out of business. Oh, schön dunkel? Nee. Das gefällt mir. Ich nehme das. Palisander. Nice, Alter. Repetierkarabiner. Waffe reinigen lassen. So, Komponenten. Alter, Zielfernrohr, oder was? Kurzes Zielfernrohr. Nice. Verbessertes Visier. Nice. Lauf. Drall. Verbesserter Drall. Boah, wir können hier alles aufmotzen. Schaft, einfache Maserung. Die einfache Maserung sieht besser aus als die breite Maserung. Schutz. Ja, komm. Sieht auch nicht schlecht aus. Trophäe erhalten. Klar zum Gefecht. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Unseren Kettleman Revolver. Waffe reinigen. Komponenten. Einfacher Griff. Eisenholzgriff. Perlmuttgriff, Baby. Lauf. Länge des Laufs. Alter! Was für ein Teil! Den Drall direkt auch verbessert. Ein Visier noch drauf machen. Okay. Nicht schlecht. Dekorationen. Metalle. Alter, okay. Das ist jetzt auch Silber, ne? Gold. Alter. Golden Eye. Ja, geil. Boah, $84 nur noch. Gravuren. Well, with Valentine connecting the west to the east, I get a lot of passing folks stocking up on bullets and weapons. Ornamental, viktorisch, barock auch. How would I know? So schön barock, alter Schwede, Schnitzereien. Skorpion, Puma, Hirsch, Adler, Hirschbock. 1 von 7. Nichts, also das ist also Standard. Mega geile Pixeloptik. Ja, Puma. Hirschbock. Oder Hirsch. Hirschbock natürlich, weil es das teuerste ist. Alles klar, das ist ja wohl die geilste
Ingame-Waffe ever, Alter. Dankeschön. So, und damit würde ich sagen, war's das erstmal hier. Wir sehen morgen weiter, wenn es zur nächsten Mission geht. Bis denne, Tschüssikowski.